Vereinigt euch, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen hier endlich zu Assassin's Creed Unity. Ja, herzlich willkommen hier zu Assassin's Creed Unity. Ich möchte ein paar Videos darüber machen und da hinten muss ich einen Bürger beschützen, denn ich bin ja ein guter Assassine. Nein, nein. Zack, und der ist tot. Ja, das habe ich aber gut gemacht. Ja, ja. Bin ein richtig toller Assassine. Allgemein finde ich, sieht es in Assassin's Creed Unity richtig nice aus. Also die Grafik, die ist auf jeden Fall schon im Gegensatz zum Vorgänger richtig doll angezogen. Heißt aber meiner Meinung nach nicht, dass das Spiel besser ist. Oh. Denn nach wie vor finde ich, den Dieb fange ich mal fix. Zack. Denn nach wie vor finde ich, Assassin's Creed Black Flag ist ein super Spiel. Und hallo. Tschüss. Tschüss. Habt ihr gesehen, wie bosshaft ich das gerade gemacht habe? Das war richtig heftig. Richtig, richtig heftig. Hallo. Stirb. Oh. Zack. Stirb. Und was bist du für einer? Ha? Hä? Wollte der mich gar nicht angreifen? Was ist das denn für ein Dusselige? Oh. Mal bin ich da. Mal bin ich weg. Mal bin ich da. Mal bin ich weg. Bin ein Zauberer. Oh ja. Die Frage ist, möchte die Frau das gerade? Und warum hat der Mann so viele Blutspritzer im Gesicht? Naja. Allgemein, dieser ganze Marktplatz ist so genial, ne? Oh fuck, da hinten muss ich schon wieder hin. Stirb. Hey, ich weiß, ich bin immer ein Freund, Bruder. Ich schwöre dir. Amanakoyum, ich bin der bosshafteste Franzose überhaupt. Oh, es gibt Alarmglocken in diesem Gebiet. Ich gehe hin und sabotiere die einfach. Das Einfachste von der Welt. Ich frage mich echt, warum das hier keinen juckt. Naja, juckt mich nicht. So, wie ihr auch wahrscheinlich schon an meinem Assassinenrang seht, ich bin echt noch nicht so weit in dem Spiel. Liegt einfach an der Sache, dass ich ja, erst auf meine neue Grafikkarte warten musste, damit ich das ordentlich spielen, überhaupt spielen kann. Und da war es dann auch noch ein bisschen buggy. Dann musste ich noch auf den Performance-Patch warten. Und ja, das war alles nicht so leicht. Aber ich denke, das Warten hat sich gelohnt. Jetzt kann ich Assassin's Creed Unity spielen. Und das ist, denke ich mal, ganz cool. Und wie schon gesagt, atmosphärisch finde ich das Spiel einfach super. Und da vorne sind Wachen, die möchte ich jetzt einfach mal töten. Also ich habe jetzt einfach so das Verlangen danach. Zack. Ja. Zack, zack und tja, ich würde sagen, die haben ganz schön kassiert, die Spastis. Oh. Ja, ich bin ein Kletteräffchen. Lalala. Jetzt hüpf. Allgemein ist das total lustig eigentlich. Ich möchte auch eigentlich mal auch in RL mal ein bisschen so über die Dächer klettern und Spaß haben und hüpfen und nicht sterben. Aber ich sag's nur so, ich bin ja kein Assassine, ich habe ja nicht diese Skills. Was ich im Spiel auch richtig episch finde, sind diese ganzen Sehenswürdigkeiten von Paris, weil ich war ja selber eine ganze Zeit lang in Paris, also so, weiß ich gar nicht mehr, so eine Woche oder so. Und da hat man die natürlich auch alle gesehen und Notre Dame ist natürlich schon richtig, richtig heftig. Und wer von mir jetzt erwartet, dass ich ihm den Eiffelturm zeige? Der ist tot in seinem Kampf drin, der lebt nicht mehr, ey. Ja genau, also als ich in Frankreich war, habe ich sowas auch häufig gesehen. Überall französische tote Soldaten, so Leichenwagen und alles, ne? Das ist, in Frankreich, liebe Freunde, da ist das normal. Und sowas, zack, ist auch vielleicht nicht an der Tagesordnung, aber naja, ihr wisst schon. Na, zumindest in Assassin's Creed. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieses Beil, was ich hier gerade habe, das ist echt meine Lieblingswaffe im Spiel. Das ist, das haut einfach richtig rein. Ich weiß auch nicht warum. Vive la Résistance. Vive la irgendwas. Nee, warte, wie war das noch? Liberté, glaube ich, ne? Freiheit und Résistance und ach, keine Ahnung. Ich bin sowieso so gut in Französisch wie Maxman in Videos machen. Also nicht unbedingt
so doll. Ja, und das erinnert mich so ein kleines bisschen an, an den Tag nach dem Video von Hashtag Freiheit vor dem Mediakraftgebäude. Also, nein, so stimmt natürlich nicht, aber so ein bisschen schon. Und ich würde sagen, ich sneak mich mal in Notre Dame rein, ne? So, wir sind hier in der Notre Dame oder in der Amenokirche oder was weiß ich. Und ich würde mal sagen, ich mache hier mal ein bisschen Aufruhr. Zack. Ja, läuft bei dem Typen, der bringt. Ach, fuck. Da hat mich jetzt doch einer gesehen. Ich muss abhauen. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oui, je suis Charlie et aussi le Paris, peut-être avec le baguette, mon français et très, très, ne, und so weiter. Guck mal, und so sieht das auch immer aus, wenn das neue Assassin's Creed rauskommt und die richtigen Hardcore-Fans das kaufen wollen, ne? Und dann heißt es, nö, wurde eine Woche verschoben. So sieht das aus, liebe Freunde. Ne? Hätte man natürlich auch für jeden anderen AAA-Titel nehmen können, aber wir haben hier ja gerade das Beispiel Assassin's Creed, ne? Denn, denke ich mal, geht das. So, und hier vorne sehen wir auch schon den normalen französischen Patrioten, wie er hier die Flagge schwingt und die, ich weiß nicht, gab es damals die Nationalhymne schon? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall. Und die hier, die tanzen, keine Ahnung, die haben irgendwie Spaß dran. Vielleicht ist auch irgendwie Karneval, vielleicht sind wir auch in Köln. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, und hier kann man irgendwie auch in so eine. Einen Moment, einen Moment. Ah. Ah, ein neuer Novize. Wir benutzen die Kelche, die ihr brachtet, im heutigen Ritual. Tretet ein. Also hier kann ich zum Beispiel schon mal. Ja, guten Tag, guten Tag. Hier ist irgendwie die Höhle von Gandalf oder Revolution unterdrückt den Kult der Katholiken, so. Der hochverehrte Führer macht ständig höchst unschickliche Avancen. Was, der hochverehrte Führer? Sag bloß, es gibt Templer. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das wäre ein Witz oder so. So, und jetzt sind wir hier auch schon wieder raus aus der Höhle des Löwen und können hier praktisch einfach so chillen. Ich weiß gar nicht, bin ich jetzt da rausgekommen, wo ich reingegangen bin? Ich glaube ja. Naja. Oh, da vorne kann ich noch jemanden töten. Das will ich mal mit meiner Muskete machen. Stirb! 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 Ha! Epic! Ach ja, und ich kann die Menschen auch mit der Muskete schlagen und so. Ja, liebe Freunde, und ich würde sagen, wenn euch Assassin's Creed Unity gefallen hat und wenn ihr noch ein kleines bisschen mehr wollt, wie ich vielleicht mal irgendwie eine Mission, ein Rätsel oder sonst was mache, ich bin auch am Überlegen, wenn es alles glatt läuft, ob ich das Dead Kings DLC Let's Playen sollte, dann schreibt mir das vielleicht mal in die Kommentare und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen. Oder wie man à Paris sagt, au revoir et baguette oder so. Tschüss.